Dreams are a gateway to the mind, and now Gabriel has paid a terrible price for succumbing to his weariness. The many sleepless nights since his love was taken from him, the fear of falling into sleep, the nightmares that haunt him have all played their part. Did he murder this poor girl? Or is there some other explanation? Doubt gnaws at him now, eating his very soul. The golem protected this child for centuries, loved her dearly, and there was no way he would have let Gabriel live, yet alone give up the gauntlet. Few men could continue. Most would abandon the quest, but something deep inside forces him ever onwards. A dark force has taken hold, and all creatures of the night will come to fear him now. Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Castlevania. Lords of the Shadow. Dunkler Handschuh, dieses technische Meisterstück der agartianischen Magierschmiede, war ursprünglich nicht für den schwarzen Golemritter vorgesehen, wurde aber in der letzten Fertigungsphase auf magische Weise irgendwie mit dem Konstrukt verschmolzen. Claudias Vater fügte es wegen der enormen Macht und der brachialen Gewalt hinzu, die der Golem dadurch erhielt. Er hielt es für notwendig, um sein geliebtes Kind zu schützen, doch in Wahrheit dient es einem viel dunkleren Zweck. Aha, interessant, interessant. Ich werde noch das Buch nochmal öffnen. Oh nein, das war verkehrt. Okay, ich habe ein Weilchen nicht mehr gespielt, weil ich viel mehr Lust hatte auf Deus Ex und ja, jetzt habe ich aber wieder Lust auf Castlevania, also spielen wir das wieder. Okay, da ist Hüpfen, Hüpfen. Das ist eine Attacke. Oh, das sind die Dolche. Oh nein. Gut, dass man die Fehlerhand findet, ne? Das war greifen. Oh Gott, ich muss... Das ist blocken. Oh, oh, nein. Stimmt ja, da war ja was. Gut, das haben wir. Jetzt danach ins Buch. In die andere Seite, genau. Wir haben ja hier noch ein paar Sachen, die wir noch gar nicht gelesen haben. Schattenstein-Medaillon. Dieses Medaillon werden in der Bruderschaft nur von einigen wegen bla bla bla. Muss ich jetzt nicht lesen. Das sind halt die für die Schattenmagie. Oh, ich habe Buchschließen gedrückt. Ich bin so schlau. Wie die Lebenssteine und die anderen Lichtsteine. Die heißen halt Schattensteine, ne? So, Hauptcharaktere. Claudia, das haben wir noch gar nicht gelesen. Claudia ist ein stummes Weißmädchen, das in den Ruinen von Agartha lebt, der zerstörten Hauptstadt einer vergangenen Zivilisation. Die Wesen, die diese Stadt einst bauten, wurden sehr alt. Oft lebten sie Jahrhunderte und Claudia bildete da keine Ausnahme. Nachdem sie unzählige Jahre Staub und Zerfall ertragen musste, hat sie telepathische Kräfte entwickelt, indem sie mit ihrem treuen Beschützer, dem Schwarzen Ritter, kommunizierte. Es handelt sich um die bevorzugte Verständigungsform ihrer Vorfahren. Das starke Band, das sich zwischen ihr und ihrem gepanzerten Beschützer entwickelte, hat die beiden schon oft gerettet. Claudia ist tapfer und unbekümmert. Sie zögert nicht, sich der Gefahr zu stellen. Doch tief in ihrem Inneren verbirgt sie große Trauer, den Verlust ihres geliebten Vaters. Und Monster, ja gut, die habe ich noch nie vorgelesen. Also haben wir das Warzenschwein, da den Lykanthropen, da den kleinen Troll, da den Höhlendroll, da den Gremlin, den Steingötzen-Titan, der Schwarze Ritter. Das war auch schön, als ich angefangen habe, also Fortsetzen gemacht, und ich habe ja in der Folge davor noch getestet gehabt, ob ich gegen den Schwarzen Ritter schaffe, also es schaffe, ohne Schaden, glaube ich, war das, ihn zu besiegen, ne? Und dann denke ich mir so beim Fortsetzen, hä, warum macht es denn hier dieses, was ich schon kenne, ne? Warum? Ja, bis ich direkt vor dem Schwarzen Ritter stand und dann fiel mir einer, warte mal, das war wohl da, das letzte Mal speichern. So, den Erdstoß, den habe ich auch schon eingesetzt gehabt. Erdhieb, interessant, interessant. Das meiste wird eher durch Zufall passieren. Lawinenhieb. Oho. Oho, das kaufe ich mal. Das sieht cool aus. Und vielleicht werde ich es zufälligerweise einsetzen. Wir haben ja eh ein paar Sachen, die wir kaufen können. Also ein bisschen was, was wir kaufen können, sagen wir es mal so. Schattenflammen.
Ja, ich merke mir eh nicht alles. Oh, ich habe den die Trophäe Schläger gekriegt. Bin ich ein Schläger? Ich meine, wir hätten auch noch irgendwie. Irgendwie ein Dings nicht gelesen gehabt. So eine Schriftrolle, aber irgendwie ist das wohl nicht relevant. Scheinbar. Wer weiß. Beziehungsweise ich weiß auch gar nicht, wie ich mehr drauf zugreife. Also außerhalb von dem, hey, dies und das und jenes. So, du könntest diese Statue mit der Macht des Dings da bumsta bewegen. Hier, warte mal, LT? Warte mal, ich muss mal kurz auf den Controller gucken. LT? War das jetzt vorne oder hinten? Nee, ist schon hinten. Das ist dieser Dings, den wir schon mal benutzt haben. Per Zufall, glaube ich. Aber nicht in der Stärke. Zumindest auch nicht so aufgeladen. Irgendwas anderes haben wir benutzt. Wer weiß? Werden wir nie erfahren. Niemals. Oh. Oh, ich höre schon Gegner. Wie weicht man nochmal aus? Ich weiß es nicht mehr. Ach so, okay. Ja, ich weiß wieder, wie man ausweicht. So, dann können wir da wieder was mitnehmen. Und das machen wir mal rein. Oh. Was haben wir denn da nettes? Komme ich hier irgendwie durch? Oder kann ich auch? Kann wahrscheinlich einfach. Oh ja, ich kann einfach so durchlaufen. Okay. So, ich lade dann natürlich beides gleichzeitig auf. So richtig voll aufgeladen. Versinkt zwar wieder, aber ist ja egal. Lag da noch irgendwer? Hat da noch irgendwas geleuchtet? Nein, okay. Gut. Da ist auch niemand, ne? So weit kannst du aus eigener Kraft nicht springen. Ja, aber wo soll ich denn sonst lang? Hier ist doch nichts. Okay, wenn ich aus eigener Kraft so weit nicht springen kann, dann muss ich es ja mit Hilfe von was anderem machen. Und was? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mit der Schattenmagie oder so mir jetzt da irgendwas geholfen hätte, aber das habe ich ja gekriegt, deswegen ist vielleicht ein Hinweis. Oder ich muss das nochmal betätigen. Du musst unter Umständen Schattenmagie und... Ah! Ah, okay. Ich war schon... Wow! Ich hatte schon so den richtigen Gedanken gehabt, weil ich mir dachte... So, ich krieg ja nicht ohne Grund. Oh, er lebt ja noch. Krieg ja nicht ohne Grund dieses, hey, du kannst das da aufladen, wenn ich es nicht irgendwie benutzen muss, ne? So. Und jetzt? Kann ich da irgendwo ranhüpfen? Kann ich da jetzt irgendwo einen Haken benutzen? Es leuchtet nichts. Hallo? Dann halt nochmal das da. Ah, jetzt. Wie war das nochmal? Ich weiß nicht mehr mit was. Ach so, okay. Hat man nicht gemerkt, dass ich im sicheren Bereich gesprungen bin, für den Fall der Fälle, dass ich abstürze, ne? Dass ich plötzlich doch nicht die richtige Taste erwische. Macht wieder komische Geräusche. Habt ihr das auch hin und wieder, dass der Lüfter sich dann anhört, als würde keine Ahnung was drinne stecken? Oh, was haben wir denn hier? Uhuhuhu. Da können wir dann Special-Attacke machen. Die nicht ganz so jugendfreie Special-Attacke. Aber das ist auch wurscht, ne? Ist schön anzusehen. Ja.
Diese zerfallene Zivilisation zeugt vom größten Erfindungsreichtum der Menschheit. Es stimmt mich traurig, dass all die Geheimnisse, die hier verborgen liegen, bald auf ewig verloren sind und viele von ihnen im Pelagischen Ozean versinken werden. Der Einfluss des dunklen Fürsten ist hier deutlich spürbar. Und Waage, Werwölfe, so Vulkaner durchstreifen jeden Winkel dieses Landes. Ich muss mich an diesen Ort flink und lautlos fortbewegen, immer darauf bedacht, nicht entdeckt zu werden. Was den Zauber betrifft, der unsere Welt von dem Himmel getrennt hat, habe ich nichts herausfinden können. Doch eines wird mir immer klarer. Die Fürsten der Schatten müssen sterben. Ach, das wird dann da unten angezeigt, ne? Ah, okay. So, soll ich da jetzt einfach runterhüpfen? Ich mach das jetzt einfach mal. Hui! Oh, hat grad so geklappt, ne? Hui! Hohoho! Nein, hier ist Kasper. Ist da unten irgendwas? Oh, da oben ist eine Truhe. Zu der will ich. Zu der will ich. Ich will da oben hin. Manu. Wir haben ja auf jeden Fall eine Truhe. Und die möchte ich haben. Ich weiß nur nicht, wie ich hinkomme. Wie war denn das nochmal? Huch! Ich habe die Taste gedrückt, aber er wollte irgendwie nicht. Jetzt. Okay. Okay. Jetzt nach oben, nehme ich mal an. Ich will zu dieser Kiste. Wie kommt man da hin? Dann muss ich ja irgendwie höher springen können, oder? Oh, hier kommt gleich Kämpfe. Oh, guck, ich höre sie schon. Hallo, ich will hier erst was nehmen und lesen, ne? Damit das klar ist. Letzte Nacht träumte ich, dass eine wunderschöne Frau mich im Schlafe besuchte. Sie war betörend, hypnotisierend. Sie erzählte mir, es werde ein Krieger kommen und den Fürsten der Likaner vernichten, und sie und ihr Volk würden ihn dabei unterstützen. Sie war die Königin der Feen und sprach in einer Zunge, deren ich nicht mächtig war. Dennoch verstand ich jedes Wort. Meine Augen werden sicher nie wieder eine solche Schönheit erblicken. Wenn ich heute sterbe, dann in dem Wissen, dass ich Dinge gesehen und erlebt habe, die keinem anderen vergönnt waren. Und so kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass die verheißende Belohnung wirklich existiert. La 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 la. Ey, ey, Mann. Das ist doch gemein. Lief so gut und dann... Ja, ich weiche aber auch nicht aus, ne? Beschwere mich und weiche nicht aus. Zumal ich ja auch Dolche verwenden könnte. Das geht dann halt etwas schneller. Wenn ich da mal treffe. Treffen muss man ja auch noch, ne? Wow, wow, was ist das? Eine Fee? Das ist tatsächlich eine Fee. Hilft die mir jetzt, oder was? Das sind Feen? Lol, die stunnen die. Wie cool ist das denn, bitteschön? Das ist ja richtig awesome. Das ist ja praktisch. Oh, achso, stimmt ja. Ich kann ja auch so heranziehen. Und ich habe keine Dolche mehr, stelle ich gerade fest. Das ist ja voll cool. So, jetzt noch du. Ist hier noch irgendwo? Ach, da. Ich habe doch gehört, noch denjenigen gehört, aber nichts mehr gesehen. Du hast den Feenbehälter. Suche in den Türmen nach Feenblüten, um ihn aufzufüllen. Die Feen waren auch nackig. Wollte ich nur mal gesagt haben. Wir sind ja schon mal einer Fee begegnet, als wir den Weg zu Pan freigemacht haben.
Da ist, habe ich das überlegt gehabt und während des Schneidens dachte ich so, ja, könnte oben ohne gewesen sein, war ich mir nicht ganz sicher, jetzt bin ich es mir aber. Oh, da sind direkt zwei Leute. So, hier komme ich nirgendwo hin. Erstmal der, die Axt so schön im Rücken hat. Ein Schattenstein. Das nehme ich natürlich gerne. Oh, da oben kann ich sogar. Das leuchtet da. Komme ich da hin? Aha, interessant. Und dann noch hier. Ach so, das ist gar kein. Oh, das, ich dachte, das wäre so eine Person, die irgendwie kniet, aber nein. Ist ja nur so ein Hebel. So, wohin führt mich das? Mal gucken. Ah, da ist so eine Person. Oh, ein Lichtstein. Ja, nehme ich auch sehr gerne. Gut. Ich dachte mir so, ich gucke erstmal hier, weil das sieht so wichtiger aus. Genau, Kamera, dreh dich mal ein bisschen. Ich mal ein bisschen besser sehen kann hier. Okay, hier ist sonst scheinbar nichts weiter. Also das kann ich betätigen, will mich aber erstmal umsehen, ne? Da kann ich auch nicht rüber. Okay. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als das zu betätigen. Jetzt. Das geht nach unten auf, okay. Ich hatte mir gerade so im ersten Moment, als ich gesehen habe, dass das nach unten geht. Oh nein, ich mach's noch weiter zu. Bleibt das auf oder geht es wieder hoch? Jetzt ist es zu, ne? Ja, es hat sich doch sehr danach angehört. Oh. So schön, wenn du so einen Lebensbalken schon auf dich zulaufen siehst. Ja, solange es nur die kleinen sind, das geht ja noch. Die großen sind halt nerviger, aber jetzt kriege ich auch langsam wieder Dolche. Ja, der war nicht so gut darin zu treffen, ne? Bin ich gut da. Ich sagen wir es so, ich bin gut darin, getroffen zu werden, ne? Du musst drei Feen finden, um dieses Tor zu öffnen. Ich hab's mir schon gedacht. Gut, dann gehe ich erstmal hier lang. Oh nein, ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt nach was Größerem. Und dann habe ich diesen großen Schatten schon auf mich zu rennen sehen und dachte mir, nein. Ich muss mich wieder dran gewöhnen, dass ich wieder ausweiche wie bis zum geht nicht mehr. Aua. Autsch. Das tut vielleicht weh, kleiner Freund. Was ab? Was ab, wenn ich auf dich reiten kann? Wow, 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 A drücken. Nicht X. Aua. Wow. Gerade noch rechtzeitig. So. Kann ich hier irgendwie was machen? Mit dem? Also ist das irgendwie notwendig, dass ich ihn jetzt habe? Dass ich irgendwo hochklettern muss oder so? Gerade auf der Seite. Irgendwie auf der anderen Seite war irgendwie nichts, ne? Außer der Herr hier. Naja, finde ich noch ein paar Dolche. Das ist ja auch schon mal gut. Ah, tatsächlich, ich brauche den. Okay.
bin ich ja froh, dass ich genau in die richtige Richtung gelaufen bin, ne? Bleib mal weiter auf den. Für den Fall der Fälle. Dass ich den nochmal irgendwie brauche. Da ist eine Fee, denke ich. Oder was zum Heilen. Ich weiß es noch nicht genau. Da ist auf jeden Fall sowas. Schade, dass man nicht einfach absteigen kann und dann wieder drauf, ne? Ach, springen mit Anlauf, stimmt ja. Hier, macht man nochmal. So, und dann. Hui! Komm, weg mit dir. Noch mit dir, komm. Njam, 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 njam. Ja, ich glaube, jetzt brauche ich ihn nicht mehr. So, ich muss einmal hier hin gucken. Ach nee, das ist zum Heilen, ne? Okay. Dann habe ich ihn ja hier noch. Mal gucken, ob ich eine Schriftrolle kriege oder... Oh, ein Schattenstein. Das habe ich ja auch noch hier, ne? Okay, komme ich so zurück? Das wirkt irgendwie... Ah! Das war so nicht geplant. Bringt doch mal nach ganz oben.